Ja, hallo und willkommen auf diesem Kanal. Ja, lange war es überfällig und die Frage ist, alles D-Moll oder was? Diese Frage möchte ich jetzt mal ein bisschen beantworten. Und zwar, ich habe hier zwei Handpans mitgebracht. Eine seht ihr jetzt gerade im Bild. Das ist eine D-Moll Kurt 8. Und diese D-Moll Kurt 8 ist auch meine Lieblings-Handpan, was die Skala anbetrifft. Also ich liebe die D-Moll Kurt 8 und deswegen sind auch die meisten meiner Videos so 95% in der D-Moll Kurt 8 Stimmung. Und das aus verschiedenen Gründen und das möchte ich euch heute nochmal so ein bisschen darlegen, wo die einzelnen Unterschiede sind und warum gerade die D-Moll Kurt 8 so meine Lieblingsstimmung ist. So, und wir haben hier in der Mitte das D und dann charakteristisch für die D-Moll Kurt 8, dass wir hier das A, dann das B und aufsteigend C, D, E, F, G, A. So. Und das ist die D-Moll Kurt 8. Und im Gegenzug, ich spiele jetzt noch einmal hier die Skala, versucht es euch mal einzuprägen. Und jetzt tausche ich mal. Merkt euch das Bild, merkt euch die Töne, wenn es geht. Hier haben wir die D-Moll Celtic und ich spiele jetzt auch einmal die Töne hoch. Gleich haben sie das Ding mit dem D in der Mitte. Und so, die Skala. Auf den ersten Hörgang sozusagen, hören wahrscheinlich die meisten nicht so den großen Unterschied. Wir haben hier bei der Celtic-Version da das A, dann das C, dann das D, E, F, G, A und C. So. Und was bei vielen auffällt, wenn sie zum Beispiel beide Varianten testen können, irgendwo im Musikgeschäft oder auch vielleicht bei mir. Man spielt beide D-Molls und denkt, oh, die hört sich irgendwie besser an, ja? So aufs erste Hören. Und auch wenn man mal. Ja, gefällt mir, möchte ich haben. So. Wo sind aber die Unterschiede? Oder warum gibt es D-Moll Celtic und D-Moll Kurt 8? Warum? Ja, das liegt einfach an dem Grundsatz, ja, hätten wir jetzt ein Klavier, ein Keyboard, hätten wir ja mehrere Tasten, mindestens, also mindestens eine Oktave, zwei Oktaven, drei Oktaven, vier Oktaven, also richtig viele Tasten und eine Oktave hat insgesamt 12 Töne. Die bestehen aus weißen Tönen und aus schwarzen Tönen. Ich blende mal gerade die Klaviatur ein. Und das Problem bei den Handpans ist, dass wir nicht oder normal nicht alle Töne auf der Handpan abbilden können. Das heißt, klar, es gibt schon Handpans, die mehr als zum Beispiel jetzt 8 plus 1 Töne haben. Aber es gibt auch das Problem, dass wenn wir mehrere Töne drauf haben, dass die nicht ganz zusammenpassen. Warum passen sie nicht zusammen? Es gibt da einen bestimmten Begriff, der heißt Crosstalk. Dazu wird es nochmal ein spezielles Video geben. Und zwar muss man sich das vorstellen. Wenn wir zum Beispiel eine Klangschale haben und die mit dem Schlegel anschlagen, dann klingt die ganze Schale. Ja? Da klingt nicht nur der Teil, wo wir die Klangschale praktisch anschlagen, sondern die ganze Klangschale wird in Bewegung gebracht. Und das ist bei einer Handpan genauso. Und jetzt gibt es halt Probleme, wenn wir bestimmte Töne, die nicht musikalisch gesehen weit auseinander sind, wie zum Beispiel C und Cis oder so Geschichten, die passen nicht unbedingt zusammen auf eine Handpan, weil wenn man eine Handpan anschlägt, gerät die natürlich auch in Schwingung, auch in komplette Schwingung. Wenn auch versucht wird, durch den Aufbau der Handpan
das ein bisschen unter Kontrolle zu halten, gibt es trotzdem das Problem des sogenannten Crosstalks. Das heißt, man schlägt einen Ton an oder irgendeinen Ton und die Handpan wird generell in Schwingung versetzt und versetzt andere Töne auch noch mit in Schwingung. Und wenn diese Töne dann nicht genügend Abstand zueinander haben, musikalisch gesehen, dann harmonieren die nicht zusammen. So, und dieses Problem haben wir eigentlich bei der D-Moll Kurd 8, haben wir das eigentlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel diese zwei Töne anschlage, und das ist das, hier ist das A und hier ist das B, hört sich das furchtbar an, ja? Und normalerweise würde man sagen, warum macht man sowas, ja? Das hört sich doch scheiße an, ja? Aber die Erklärung kommt noch. Ich liebe diese D-Moll Kurd 8 und weiß sehr wohl, dass ich diese Töne nicht zusammen anschlagen darf oder sollte, weil sie einfach nicht zueinander passen. Aber das B, ich liebe dieses B, weil es ist das Salz in der Suppe der Komposition, das Salz in der Suppe bei Once Again von Hang Massive, ja, es ist einfach, es ist ein Spannungston, er passt nicht so richtig rein und trotzdem sorgt er dafür, dass verschiedene Kompositionen einfach eine Würze kriegen, einfach sich besser anklingen, weil das B mit dabei ist und weil das B mit im Spiel ist und einen sogenannten Spannungston mit aufbaut. Und wie gesagt, ich zeige euch nochmal, furchtbar, aber zum Beispiel bei Once Again, oder anderen Geschichten eine wirklich tolle Geschichte. Das habe ich bei der Celtic nicht. Also für die Freunde von Once Again und diversen anderen Kompositionen empfehle ich daher grundsätzlich die D-Moll Kurd 8. Ich mache jetzt mal die Once Again Spielfolge einfach jetzt auf der Celtic. Ich komme gleich noch dazu, wir haben jetzt noch ein anderes Problem, dass die Notenverteilung jetzt auch etwas anders ist. Und dazu blende ich jetzt einfach mal noch ein Schaubild ein, wie sich die Noten verteilen. Und das ist halt auch wieder leider eine große Problematik beim Handpan-Bau, dass sich die Noten bei der D-Moll Kurd 8 und bei der D-Moll Celtic fast spiegelverkehrt abbilden von der aufsteigenden Skala her. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei der Kurd 8 habe ich hier das D und habe bei der Celtic hier unten das D. Und insofern sind alle Töne fast spiegelverkehrt aufgebaut. Also da gerade nochmal das Schaubild anschauen und da kommt die ganze Problematik raus, die zum Beispiel auch die Handpans momentan noch alle haben und wahrscheinlich auch noch haben werden, weil es einfach zum Teil keinen Sinn macht, zu nah aneinander liegende Töne mit drauf zu bringen, weil der Crosstalk dann so sich negativ auswirkt, also das Mitschwingen von anderen Tönen, dass einfach die Harmonie der Handpan verloren geht. Vielleicht lässt sich das irgendwann durch irgendwelche Sachen ausschalten, ich vermute aber mal nein. Ja, das heißt auch Handpans mit mehreren Tönen versuchen das manchmal zu vermeiden. Man hat zwar noch mehr Töne drauf, aber manchmal wird auch versucht, diese Töne zu vermeiden, obwohl es natürlich auch Handpans gibt, die versuchen, eine komplette Oktave abzubilden. Ich selber habe auch schon welche davon ausprobiert, das hat mich aber nicht überzeugt. Es hat mich absolut nicht überzeugt. Und deswegen bin ich momentan auch noch ein Freund, gerade für Einsteiger, bei der 8+1 Variante und bei der D-Moll Kurd 8, wenn es um meine Entscheidung geht. Und warum dann trotzdem D-Moll Kurd 8? Hat was damit zu tun. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, pentatonisch kommt öfters mal Handpans auf pentatonisch. Meine Handpan ist pentatonisch oder das ist eine pentatonische Handpan.
Und das hat einfach damit zu tun, dass die Handpan fünf Töne hat. Fünf verschiedene Töne. So. Und es kann aber sein, dass trotzdem sieben Tonfelder da sind. Jetzt ist die Verwirrung erst recht komplett. Wie kann das sein? Meine Handpan hat fünf verschiedene Töne, hat aber sieben Tonfelder. Jetzt komme ich, oder acht Tonfelder, jetzt komme ich überhaupt gar nicht mehr klar. Das hat einfach damit zu tun, dass verschiedene Tonfelder auf den Handpans doppelt sind. Zwar nicht 1 zu 1 doppelt sind, sondern von ihrem Ton selber. Zum Beispiel, ich gehe jetzt nochmal auf die Chord 8. Bei der Chord 8 ist zum Beispiel hier unten ein A und hier ist dann das höhere A. Beides sind aber As, musikalisch gesehen. Und wir haben zum Beispiel das D doppelt auf der Chord 8. Und zwar, wir haben das D vom Ding auf einer D-Moll Chord 8. Und wir haben hier ein D auf den Tonfeldern. Und alle anderen Tonfelder sind nicht doppelt. Also wir haben ja hier das B, wir haben hier das C, das E, das G, das F und haben praktisch nur das A doppelt und das D doppelt. Alles andere sind einfach belegte Töne. So, kommen wir aber nochmal zur Celtic. So, bei der D-Moll Celtic klassisch, so wie es normal immer anzutreffen ist, haben wir das D doppelt und hier bei der Celtic liegt das Ding hier, D, und hier das D. Ja, bei der Chord 8 hatten wir es ja hier gehabt und bei der Celtic haben wir es hier. So, und wir haben das A doppelt. Einmal ist hier unten das A und wir haben hier oben das A. Und bei der Celtic-Variante haben wir hier noch zusätzlich das C doppelt. Wir haben hier ein C und wir haben hier ein C. Wo bei der Chord 8 das B ist. Und durch die Skala, ihr seht es auf dem Schaubild, verrutschen leider die Töne genau auf die andere Seite. Ja? Das ist wirklich zum einen ist es schade, aber auf der anderen Seite wird natürlich die aufsteigende Skala gewährt. Und das ist halt tatsächlich eine Problematik, die da ist. Und deswegen bekomme ich natürlich auch häufig Anfragen von Leuten, die eine D-Moll-Celtic haben und ich spiele auf eine D-Moll-Chord 8, dass die eigentlich spiegelverkehrt zum Teil spielen müssen oder bestimmte Kompositionen einfach nicht hinkriegen, weil zum Beispiel das B fehlt, ja. Aber weil sie zum Beispiel, als sie die Handpan gekauft haben, haben sie eine Celtic gehört und haben gesagt, oh, wie schön, die hört sich noch viel besser an als diese, wie hieß die dann nochmal, als diese Chord 8 oder so. Das ist meine, die gefällt mir, die hört sich viel besser an, weil man merkt es am Anfang gar nicht, aber klar, da passen im Prinzip die Töne noch besser zusammen als bei der Chord 8 und gerade wenn man am Anfang spielt und hat die Celtic, entscheiden sich wirklich die meisten zur Celtic-Variante. Und warum sollte ich jetzt doch zur Chord 8 gehen? Ja, bei der Celtic haben wir, ich habe eben gesprochen von einer, meine Handpan ist pentatonisch und pentatonisch heißt fünf verschiedene Töne auf der Handpan, bedingt durch die Anzahl der Tonfelder oder weil halt einfach nur fünf verschiedene Töne drauf sind. Ja, insgesamt gesehen. Also steht nur eine Range von fünf verschiedenen Tönen letztendlich zur Verfügung. Bei der D-Moll Celtic im klassischen Sinne haben wir eine hexatonische Skala. Wir haben nämlich sechs verschiedene Töne zur Verfügung. Und jetzt kommt nämlich der Sprung zur D-Moll Chord 8. Bei der D-Moll Chord 8 haben wir durch das B haben wir insgesamt sieben verschiedene Töne zur Auswahl und man spricht auch von der heptatonischen Skala. So, ja, jetzt ist das natürlich so ein Ding. Jetzt leuchtet natürlich jedem,
ein, ja, sieben verschiedene Töne sind natürlich besser als sechs verschiedene Töne. Ja, muss ich zugeben. Sehe ich auch so. Deswegen bin ich bei meiner Empfehlung auch bei der D-Moll Kur8 mit den sieben verschiedenen Tönen, weil natürlich mit sieben Tönen hat man natürlich eine größere Auswahl und auch Möglichkeit, eigene Kompositionen zu machen, als mit sechs Tönen. Deswegen geht meine Empfehlung klar zur D-Moll Kur8, auch wenn sich natürlich das hier nicht gut anhört, geht meine Variante trotzdem zur D-Moll Kur8 und mein Videokurs ist überwiegend auf D-Moll Kur8 aufgebaut. Somit habe ich natürlich mehr Auswahl in meinen Kompositionen, in meinen Liedern und Möglichkeiten. Wenn jetzt jemand ein Handpan nur dafür haben möchte, um meditativ zu spielen, intuitiv zu spielen, dann ist es natürlich auf gut Deutsch egal, ob man eine pentatonische hat mit fünf Tönen, eine hexatonische mit sechs Tönen oder eine heptatonische mit sieben oder gar noch mehr. Ja? Also es kommen auch manchmal die Fragen, soll ich mir eine Handpan kaufen mit, was weiß ich, 14, 15 Tönen? Kannst du machen, du wirst sie spielen. Du wirst sie auch spielen können, überhaupt kein Problem, weil du kannst ja jederzeit einfach nur für dich irgendwas spielen. Aber gerade jetzt für den Beginn und auch für meine Videoserie habe ich mich für eine D-Moll Kur8 entschieden, weil das so die meisten momentan im Angebot sind, die auch irgendwo noch in Anführungszeichen erschwinglich sind. Das heißt, alles, was momentan noch mit mehr Tönen bestückt ist, sprengt ja meistens schon die 2000-Euro-Grenze und deswegen ist und bleibt mein Kurs erstmal auf D-Moll Kur8 mit dem Ding in der Mitte, also insgesamt neun Tonfelder und ich hoffe, ich konnte jetzt euch so ein bisschen den Unterschied erklären zwischen D-Moll Celtic und D-Moll Kur8 und dass es wirklich entscheidend sein kann, für was ich mich auswähle. Ich habe einmal mehr Töne, weniger Töne, habe aber mit der D-Moll Kur8 wirklich mehr noch Spielraum als mit der Celtic. Ja, ich spiele jetzt einfach mal ein Lied an. Von zum Beispiel meinen Only for You, einmal auf der D-Moll Kur8 und dann wechsle ich auf die Celtic. Und ihr werdet schon merken, dadurch, dass sich die Töne komplett auf die beiden Seiten verschieben und immer wechseln, hört sich das Ganze völlig anders an. Also ich lege mal los auf der D-Moll Kur8. So, und das gleiche mache ich jetzt mal auf der Celtic. Ja, ihr werdet es gehört haben, es ist völlig unterschiedlich vom Klang, weil halt auch andere Töne drauf sind. Also dasselbe Schlagmuster hat andere tonale Ergebnisse und das macht es natürlich auch leider nicht leicht. Man müsste im Prinzip für jede einzelne Handpan-Skala Komposition machen, damit man so eine Auswahl hat, wenn man sie nachspielen möchte. Und hier möchte ich einfach noch mal erwähnen für die Leute, die wirklich die YouTube-Knaller auch im Visier haben und die nachspielen möchten, nehmt euch eine D-Moll Kur8, weil ihr habt Once Again ohne Probleme. So, und
Ihr habt im Original, auch wenn ihr Kate Stone, das Urban nachschaut, die halt auch eine D-Moll-Kur 8 hat, könnt ihr original so spielen wie Kate Stone. Das gleiche nämlich auf der Celtic. Ist folgendermaßen. Also das Klangmuster hört sich von Kate Stone Urban auf einer Celtic folgendermaßen an. Da ist das Urban von Kate Stone nur noch ansatzweise rauszuhören. Und wenn man so bestimmte Klangfolgen hat und man hat zumindest die Tonfelder gleich, also es ist so, dass man von einer bestimmten Komposition zumindest die Noten hat, könnte man sagen, okay, wo sind denn jetzt bei mir die einzelnen Noten? Und dann müsste ich aufwendigerweise dann mir dann möglicherweise spiegelverkehrt die Tonfelder suchen, dass ich wieder hinkomme. Ja? Ist alles möglich, ist aber natürlich tierischer Aufwand. Und gerade, sage ich mal, mein Videokurs für Beginner, dann zu sagen, so, ja, da ist das C und da ist das C, da ist das D, da ist das D und hier und dort und da und du musst anstatt da, dann musst du dann da und hier und dort. Das würde einfach nur zu extremer Verwirrung führen. Und ich glaube, da hat am Anfang, wenn man mit Handpan spielen anfängt, keiner Bock dazu, ja, und auch keine Lust, dann lässt man es lieber bleiben. Und deswegen ist und bleibt die Empfehlung für den Anfang für europäische Spieler, ich komme da nochmal auf einem speziellen Video drauf zu, für europäische Spieler, die in Europa aufgewachsen sind, würde ich, wenn das große Fragezeichen ist, welche Stimmung soll ich nehmen, sage ich mal, nehmt einfach eine D-Moll-Kur 8. Ich weiß, jetzt wird es ein paar geben, die sagen, um Gottes Willen, nein. Mein Nachhaken hat ergeben, dass über 90% mit der D-Moll Kur 8 als erste Handpan-Stimmung völlig zufrieden sind. Und ich habe euch ja auch dargelegt, ihr habt einen Ton mehr als auf der Celtic. Ihr habt in der Entwicklung von eurem Handpan-Spielen, wenn ihr nicht nur intuitiv spielt, ihr habt definitiv einen Ton mehr, den ihr zur Verfügung habt, den ihr mit einfließen lassen könnt. Okay? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr mögt, dürft ihr das natürlich gerne liken, eure Kommentare hinterlassen und gerne auch den Kanal abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Ich sage Tschüss, ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.